So, machen wir weiter. Die Folge geht jetzt so lange, bis meine Pizza kommt. Erreicht den Vulkan, den Lavawald, der Weg zum Ruhm. Findet die verbliebenen Juwelen. Also Lavawald oder Feuer. Ich würde ja sagen, ihr entscheidet. Ach, Moment. Bevor ich gehe. Nochmal ganz kurz mit Händlern sprechen. Clear skies. Ja, alles cool. Just pass. That's nice. Wird euch glücklicher? Nein. Macht nix. Clear sky. We do require. So, der verkauft theoretisch präparierte Langbögen. Also generell präparierte Waffen, die ich dann umwandeln könnte. Ja, den brauche ich, weil ich habe ein Rezept für einen Streitkolben. Den ich jetzt nicht so schlecht fand. So, bei euch da hinten war ich ja schon. Gehe ich nochmal zu denen von dem Zirkel der Danatar. Ich vergesse immer leider, was die unterschiedlichen Fraktionen anbieten. Hast du gespeichert? Natürlich habe ich gespeichert. Ich speichere immer auf F5 zwischendurch. Also Schnellspeicher mache ich immer und am Ende der Aufnahme für LP mache ich ja generell nochmal ein separates Savegame. Deputies? We do. Jetzt sage ich nicht mal eben Hallo. Das funktioniert nämlich nicht bei allen. Adamant Ritterrüstung. Ist Adamant wirklich eine Dungeon and Dragons Geschichte? Die Silberbrosch kann ich verkaufen, da ist kein Wert hinter. Kurzbogen plus 2. Bin ich aber zu geizig für. Greedfall ist im Angebot, es lohnt sich das Spiel. Ja. Ich habe auch gesehen, die Tage für Greedfall gibt es eine... Ja, also ich habe Greedfall komplett gespielt, es ist ein sehr schönes, klassisches RPG, was so ein bisschen an die guten Zeiten erinnert, als ja... Als Dragon Age 1 und 2 zum Beispiel noch das Maß der Dinge waren. Und daran hat mich Greedfall sehr erinnert. Also ich fand es damals richtig gut. Und es ist auch im Angebot, weil es gibt jetzt ein Upgrade nochmal für die Grafik. Plus es soll ein DLC kommen, obwohl die gesagt haben, es wird keine DLCs geben, weil Greedfall komplett abgeschlossen ist. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Was mich auch freut, ich muss gucken, was das DLC wirklich Neues bringt. Aber es scheint wohl irgendwie ein neues Gebiet sogar zu sein. Weshalb ich Greedfall wahrscheinlich mal installieren sollte bald. Tja, Zweihandaxt. Hast du da was plus 1? Ja. Da sollte ich vielleicht gerade nicht geizig sein. Weil bis der was anderes kriegt, dauert noch ein bisschen. Warum ist der Krummsäbel der Spitzheit nicht identifiziert? Warum ist da noch ein Fragezeichen dran? Nein, das mache ich nachher for free, aber trotzdem. Und es kommt Greedfall auch für die Next-Gen-Konsole raus. Das war, glaube ich, auch noch, was ich gelesen hatte.
So, pam pam pam. Nimm mal deinen neuen Kampfstab. Und so hast du wenigstens eine +1-Axt, bis wir was Vernünftiges für dich haben. Deshalb, ich hoffe, irgendwann die nächste, also das nächste Jahr oder so kommt, dass die Greedfall 2 machen. Ja, du sagst mir doch jetzt, dass es nichts Neues drauf auf dem Schwert. Weil das wäre ganz cool. Deputies? Greedfall ist quasi Dragon Age bloß im 17. Jahrhundert. Ich habe nur gesagt, es erinnert an die guten alten Zeit von Dragon Age. Ich würde nicht sagen, es ist wie Dragon Age. Weil man merkt halt schon, dass das Team, das das macht, also gemacht hat damals, dass da dass da ein bisschen die Manpower an manchen Ecken fehlt. Aber sie haben ein sehr gutes, rundes Spiel gemacht. Boah, nee, 2000 Münzen für RK +2-Schild. Das könnt ihr vergessen. Wir verlassen die Stadt jetzt. Bevor ich noch verleitet bin, hier irgendwas zu kaufen. Komm wieder, wenn es Prime Day gibt. Vulkan oder Lavawald. Das wird ein bisschen dauern, die Reise. Hätte auch jetzt noch das Portal nehmen können, aber ich finde das mit dem Portal... Naja. So, da ist die Klinge der Wacht abgeschlossen worden. Streitkolben ist das Schmettern. Sie hat mich zweimal Sechserwürfel. Ich habe mich die ganzen Zutaten immer für die starken Heiltränke, benutze ich aber nie. Dann habe ich +1 RK durch das Schwert. Wobei ich das mit der Information, dass Schutzgeister 1 pro Dämmerung wirken, verstehe ich nicht. Du hast den Siegerring der Nekromantie bekommen. Bin mir nicht sicher, was du gesehen hast gerade, Enkerot. Also ich habe lauter Ringe inzwischen bekommen. Der sieht nur genauso aus. Ja, deshalb. Danke, Orgo, für dein Stufe 1 Abo. Vielen Dank.
Balthasar steht in der Couch. Wahrscheinlich will er auf die Couch, weil wir die letzten beiden Tage abends meistens couchtechnisch zusammenlagen. Zeit würde passen. Das war's. Danke Zor Argos für dein Twitch Prime Abo. Wenn wir ja den Monat doch nicht hungern. Twitch leckt heute extrem bei mir. Das tut mir leid, darauf habe ich selten Einfluss. Steam läuft heute auch natürlich wieder super scheiße, weil Steam Sale ist. Habe ich vorhin gesehen, als ich was runtergeladen habe über Steam. Das ist immer ein Akt dann. Ich habe erstmal auf den belgischen Server gewechselt, damit überhaupt was im Download passiert. Der einfachste Trick übrigens, um die Downloads zu beschleunigen. Oder nimmst den Server aus Frankreich, der ist auch manchmal recht schnell, also aus irgendeinem Nachbarland. Weil für einen Download ist das egal. So, ihr seid geröstet. That I like. Eastern ist auch eine gute Wahl für sowas. Ich leck auch gerade am Eis. Bitte was? Ich bin nicht sicher, ob du mich abonnieren wolltest oder Amorant. Wenn solche Nachrichten als erstes kommen. No quarter given. Ich nehme mal den Streitkolben in die Hand. Weil 2x6er Würfel macht natürlich mehr Wuchtschaden als das Schwert. Dafür fehlt halt die plus 1 Rüstung. Ach, ich weiß auch nicht. Für alle Situationen gibt es bestimmt die perfekte Waffe. I'm unbeatable. So. Toll, den siehst du da oben gar nicht. Dann gehen wir ein Stück nach vorne. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Los. Und tot. Und der andere auch, sehr gut. Und ein paar Giftpfeile plus, dass die Gegner festsetzen, wie ich das richtig gesehen hatte.
und weiterreisen. Übrigens besitze ich ja seit gestern Just Dance. War eher so, habe ich gedacht, oh mein Gott, tanzen, das könnte doch lustig sein. Also generell auch für Fitness und sich so ein bisschen bewegen. Dabei ist mir auch gefallen, das ist ja richtig schwierig eigentlich. Außer, dass die Switch eh sagt, egal was ich mache, ich kann rumhampeln wie ein Idiot und sag trotzdem, ich würde super tanzen. Ich glaube, so funktionieren heutzutage einfach solche Bewegungsspiele. Vor allem bin ich eigentlich sehr enttäuscht davon, wie die Erfassung abläuft bei dem Spiel. Also von den Bewegungen. Weil ich kenne ja von Ring Fit, dass die Erfassung wirklich sehr gut sein kann. Kannst auch einfach Zumba machen. Das war übrigens meine Idee. Irgendwie. Entweder das Just Dance oder Zumba kaufen. Dann habe ich gedacht, okay, mach einfach Just Dance. Aber Zumba wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen. Unbekannte Kreatur. Noch nie gegen gekämpft. Hässlich, groß und eklig. Und 25 Schaden mit einem Hieb. Und ist vergiftet, theoretisch. Aber viele meiner Leute haben ja den Anti-Gift-Ring an. Ah ne, Säure. Schrei dir mal an, dass der aufwacht. Schockantenne. Are you still with us? Die versprühen ihre Pheromone auf mich. You'll die like the rest. Ist das nicht das Insekt, was du in der Insects World Demo gespielt hast? Natürlich nicht. Das hier sind alles Fabelwesen. Das hat nichts mit der wirklichen Welt zu tun. Irgendwie wirkt das auch nicht richtig, weil dieser Käfer zwischen meinen Figuren steht. Und er ist einfach so groß, dass er auf mein Feld rüberfliegt. Also beziehungsweise so ein bisschen reinreicht. Ah ne, er schubst mich einfach weg. So, gucken wir mal, wie sehr du Feuer magst. Generell mögen Käfer kein Feuer. Boah, wirklich ein Monster. Perfekt.
Walk it off. Death claims you. So, einer ist tot. Du kannst nur stehen bleiben, weil ich dich nicht bewegen darf. Oh, Zwerg, ey. Treff doch mal. Danke. Niederstrecken. Sehr schön. Jetzt stirbst du auch nicht nächste Runde. Also wahrscheinlich nicht. Ist eigentlich verrückt, dass ich gerne eine Prinzessin verführen will. Ja. Weil ihr Stammbaum Kreis ist. In Europa. Meistens. Und schon wieder so ein Angriff in der Nacht, wo ich einfach nur denke, das hätte mich töten können. Natürlich in anderen Spielen besser gelöst. Wo nach zum Beispiel dann noch aufstellen kannst, wer aufpassen soll oder so weiter. Hier pennen ja alle vier gleichzeitig. Wer kommt denn auf so eine dämliche Idee? Hört doch auf, die Leute schlafen zu lassen. Gleichzeitig. Wo ist denn die gute Wachablöse hin? Also im Saarland soll auch Bevölkerung genetisch im Kreis sein. Aber effektiv geht es ja darum, dass Adelshäuser ja gerne untereinander verheiratet haben früher. Und deshalb ist das halt schon nicht die beste genetische Auslese. Wahrscheinlich. Inzwischen heiratet es ja auch aus dem Adelshaus heraus Normalsterbliche. Nein, aber es scheint eine Falle zu sein. Kein Weg zum Zielort. Sehr schön. Du bist auch zum Teil Saarländer. Ich sollte solche Sachen nicht erzählen. Sollte sowas nicht erzählen. This is it, I think. It's just behind this wall of vegetation. You think? That's comforting. And how do we get through? Just hack and slash, rinse and repeat until we're through. I've heard that before. A couple of hundred times since we started. Oh, come on. Less bitching and more hacking. Oh. Yeah. I so love manual labor. It's Mariah Kay's will. Vor allem ist es einfach ein bisschen gestrüppt zum Hauen.
One last effort, and it will be ours. Nein, geht er doch nicht durch. Ah! Spiel! Das ist wie ein Blick auf eine Killertomate. Das soll aber sowas wie ein Labyrinth sein. Am Ende werde ich eh alle Wege gehen. Weil überall könnte doch was versteckt sein. Spinnenweben, also werden wahrscheinlich gegen Spinnen kämpfen. Und da sind noch mehr Spinnenweben. It's a little too quiet, don't you think? Das liegt daran, dass die Monsterspinnen gerade alle schlafen. Tja, ein Hoch auf Spinnenlaufen. Da komme ich mich sogar an die wundervolle Kiste da oben ran. Hat dein Weitläufer endlich eine ordentliche... Bla bla bla. Der Weitläufer hat einen besseren Bogen inzwischen, ja. Der hat einen Lichtbringerbogen, der Gleisschaden auch verursacht. Ja, das schaffe ich nicht mehr. Oder doch? Damn. Wer hat jetzt wen hier überrascht? Keiner hat irgendwen überrascht, okay. Ich denke mal, Giftpfeile kann ich mir sparen. Bei Spinnen. Ich laufe erstmal dahinter. Ach Gott sei Dank, die Spinnen sind überrascht. Ich habe einen Zug mehr. Weil ich noch geistesgegenwärtig geklickt hatte, dass ich vorher angreife, obwohl die den Hinterhalt machen.
won't miss next time. Next time. So, das stelle ich mal direkt hinter den. Können die ätzenden Pfeile benutzen. Ist gegen Säureschaden immun. Dann bleibt bei den normalen. Ja, weil die machen Säureschaden und nicht Giftschaden. Ach ja. Again. Harder. Warum ist Serena überall? Was hat Serena damit zu tun? Guter Hit. Schlechter Hit. Gar kein Hit. Ja, schütz mal die Nachbarn. Mal ruhig nach hinten. Yeah. Habt ihr übrigens gesehen, es ist Secret of Mana, die HD-Version jetzt rausgekommen auf Steam. Also Remastered, schießt mich tot. Da hängt auch so ein bisschen meine Kindheitserinnerung mit dran. Wo ich da mal reingeguckt hatte. Aber keine Zeit dafür. Ich muss mal fokussiert auf die Spiele gehen, die ich auch spiele. Zur Zeit. Und was habe ich vergessen? Markierung. Bisschen Schaden weggeschmissen jetzt. Jetzt spinnt Twitch aber extrem. Tut mir leid, ich kann das nicht nachvollziehen. Fernangriff mit Gegnern in der Nähe. Moment, dann machen wir das anders. Aber es gibt immer Tage, wo der Streamingdienst ein wenig schwächelt. Ach, diese Fallennummer nervt mich gerade auch. Dann sollte ich das Ding einfach sprengen. Habt ihr keine Lust, da unten zu kommen? Kampf auf derselben Ebene und so. Struck. Ja. Stärke ist auch gleich vorbei.
Ich schwöre, ich bin nicht schuld. Ich habe nicht an meinen Einstellungen verändert. Gebt allen bitte Twitch Schuld. Nicht mir. So, jetzt muss ich nur noch alle Gegner von den Bäumen holen. Kurze Frage, Scarlet Nexus ein offizielles Projekt? Wenn ja, dann nice. Also mir hat es bis jetzt Spaß gemacht. Auch wenn man immer sagt, ich bin der fiese Rentner. Aber ich fand Scarlet Nexus bis jetzt interessant und bin mal gespannt, wenn jetzt... Es soll ja der wahre Anime für Scarlet Nexus soll ja wohl nächsten Monat starten. You suck. Und da bin ich mal gespannt drauf. Weil es wird ja eine Anime-Serie jetzt nicht zeitgleich starten. Man kann wohl die erste Folge gucken, habe ich immer noch nicht online geschaut. Weil man die nur mit Untertiteln gucken kann. Und ab nächsten Monat kann man, glaube ich, 12 Episoden halt des Animes zum Spiel gucken. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, was zuerst war. Stell die mal zur Ablenkung in die Mitte. Das Einzige, was mich stört, sind die ganzen Abkürzungen ohne Erklärung. Doch, zwischendurch erklären sie ganz kurz, was die unterschiedlichen Bezeichnungen sind. Wie AAS und sowas. Oder, Hirnpunkte. HP, Hirnpunkte. Unglaublich. So, wenn der eine trifft, ist der tot. Ja, sehr gut. Du gehst auch einfach auf Ausweichen. You're still in the fight, my friend. Weil mit den Bogenschießen von oder mit den Armbrüsten von denen, es bringt nichts. Es ist einfach so schwach. Hier vier oder so, also drei oder vier Schaden auf den Gegner zu machen, auf den Weg. Hirnpunkte klingt fast so, als wenn man Alzheimer behandelt. Es ist halt merkwürdig, weil du ja, das ist immer so die Sache, wo ich mich dann frage, wer sitzt da, ne? Wer macht die Übersetzung? Da muss doch schon auffallen, HP ist normalerweise eine Abkürzung für Hitpoints, auch im Deutschen geläufig. Oder man nennt sie dann Herzpunkte. Next time, I swear. Ja. Da wir schon viel zu weit sind, um dich aus meiner Gruppe zu schmeißen, wird es auch ein nächstes Mal geben, leider. Und auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, was das eigentlich nichts bringt, just bad luck, habe ich es trotzdem mal versucht. Sie schaffen sogar mehr als drei oder vier Schaden. Aber der Schütze ist einfach besser. Und die Casterin ist auch einfach besser dafür. Letzte Spinne.
take that. Schauen wir noch mehr raus. Weil ich hoffe mal, dass es nachher eine Möglichkeit gibt zum Rasten. Okay, eine halbe Tonne Säure. Für Säurepfeile. Oh, heute brauchen die aber lange zum Liefern. Um mal kurz über was ganz anderes zu reden. Ups, falsche Pfeile. Du denkst, es gibt keinen Weg. Hm, es gibt sogar wirklich keinen Weg gerade, außer, Moment. Rüber mit dir. Wie kein Weg zum Zielort. Willst du mich verarschen? Wir fliegen gerade und da ist nur ein bisschen Stein vor uns. Du mich auch, ey. Alles für ein GM. Die Schrift, die ich verbraucht habe, ist, glaube ich, 250 wert gewesen. Danke für nichts. I think my arm's about to drop off from all this hacking. Chop, don't talk. Come on, guys. It's just another hedge. Last bloody hedge I intend to cut through in my lifetime. Messiah is laughing. Was ist los, Dicker? Stop. Ja, ja, noch mehr Fallen. Und anscheinend können die Pflanzen Feuerexplosionen hervorrufen. Habt ihr schon mal so eine Pflanze gesehen? Natürlich nicht. Such a wonderful coincidence to get a sauna after all the physical exertion.
I'll stop moaning. It was just a nice warm-up. I have dealt with worse. Not often, though. Hard to believe. Einar, strike me if I lie. Ah, Hilfe! Ja, ich weiß, dass das eine Trap ist.